Schön, dass du wieder dabei bist bei 90 Sekunden Hoffnung, der Videopodcast rund um Christ und Politik. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Motschmann aus Bremen. Sie ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Liebe Frau Motschmann, Sie sind seit vielen Jahren als Christin in der aktiven Politik tätig. Wenn Sie die gesellschaftliche Lage betrachten, was beschäftigt Sie dabei? Welchen Gedanken möchten Sie uns gerne weitergeben? Ein Gedanke, der mich immer wieder als Christ in der aktuellen Politik beschäftigt, ist ein Kernthema der Bibel: die Verantwortung des Menschen vor Gott und den Menschen. Dieser Gedanke führt mir immer wieder vor Augen, dass wir bei allem, was wir tun, was wir sagen, was wir unterlassen, daran denken müssen, ob wir das verantworten können vor Gott. Wenn wir in dieser Woche über das Notleiden der Flüchtlinge in Moria sprechen, steht für mich eines ganz fest. 13.000 Flüchtlinge stehen vor dem Nichts, haben kein Dach über dem Kopf, schlafen auf der Straße, in den Wäldern, ja sogar auf einem Friedhof. Sie stehen absolut vor dem Nichts und ich möchte, dass wir hier helfen, und zwar schnell und unbürokratisch. Ich möchte grundsätzlich für meine politische Arbeit einstehen und sie mit meinem Gewissen vereinbaren können. Vielen Dank für diese persönlichen Gedanken. Es ist gut zu wissen, dass wir Abgeordnete haben, die sich ihrer Verantwortung vor Gott bewusst sind. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere politische Arbeit alles Gute. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wisst ihr schon, hey, gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Gern möchte ich mit euch in Kontakt bleiben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.